Hallo zusammen, hier ist der Chef oder was? Und es geht weiter in der Serie mit den modularen Plattformen. Und letzte Woche gab es hier das Tutorial über die modularen Treppen. Einmal hier mit der normalen Methode mit meinem Tisch, also Strukturierung der Oberfläche mit dem Tisch bzw. mit Stein. Und noch die alternative Methode hier mit dieser Strukturrolle. Und wir machen einfach weiter. Und zwar jetzt hier mit den Rampen. Und genau, da gibt es drei verschiedene Rampen, die ich euch jetzt hier in dem Tutorial zeige. Das ist nämlich einmal hier diese etwas langgezogene, dann die kleine, das ist die hier, und die noch etwas längere. Und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man die drei Sachen erstens mal im Heißdrahtschneider von Proxon herstellt. Zweitens strukturiert und dann natürlich noch komplett bemalt. Außerdem werde ich auch noch versuchen, mal eine von den Rampen damit zu strukturieren. Mal gucken, wie das aussieht und ob das überhaupt möglich ist. Ich kann mir bis jetzt noch nicht vorstellen, wie es geht, weil es ein bisschen schwierig ist. Aber wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tutorial und los geht's. Für die kleine Rampe brauchen wir ein 14 cm breites Stück, das 5 cm hoch ist und 7 cm tief. Und wenn man, ich habe jetzt hier nur ein 4 cm hohes Stück und ein 1 cm hohes Stück, die kann man auch einfach mit ganz normalem Holzleim zusammenkleben, trocknen lassen und dann kann man es trotzdem noch schneiden. Das zeige ich jetzt mal. Ich habe jetzt leider nämlich kein 5 cm Stück mehr. Ich muss erstmal wiederholen im Baumarkt. Ich will jetzt aber das Tutorial noch abschließen. Also muss ich es jetzt so machen. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp dann. Also wenn man nicht hoch genug oder breit genügende Stücke hat, kann man die auch einfach mit Holzleim verbinden. Dann testen wir direkt mal, ob man das mit einem Heißdrahtschneider dann schneiden kann. So, also ganz normal einleimen und einfach drauf pressen. Gucken, dass es natürlich an allen Seiten bündig ist und dann gut trocknen lassen. Das ist jetzt fest verklebt und ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt stellen wir hier oben den Draht schräg ein. Und zwar habe ich mir da eine Position schon markiert auf Stufe 3. Da machen wir es dann wieder fest. Da gibt es übrigens auch coole Zusatzgeräte vom Gerhard Bohm. Da muss man den Draht nicht umstellen, sondern da hat man dann hier irgendwie so ein schräges Teil. Muss ich mir auch alles noch besorgen. Aber wenn man es nicht hat, und kann man es auch so machen. So, also Draht ist schräg gestellt. Jetzt muss man das hier so einstellen, dass der Draht hier hinten abschließt. So, dann kann man sie hier festmachen. Also der Draht muss hier hinten wieder sozusagen hier rauskommen. Das ist bei 7,5. Und zwar deshalb 7,5, eigentlich sind es ja nur 7 breit, weil jetzt einfach der Draht nicht mehr hier in der Mitte anfängt, sondern ungefähr einen halben Zentimeter später durch die Schräge einfach. So, und dann ganz wichtig, man muss hier das Rad auf 6 stellen, weil jetzt irgendwie, ich kann es nicht sagen warum, der Widerstand höher ist. Gut festhalten. So. Wenn man das jetzt nicht auf 6 stellt, dann dauert es irgendwie ewig. So, jetzt hat man gesehen,
das trotz Holzleimklebung hat es jetzt hier wunderbar funktioniert. Also der Heisedraht ist auch durch den Holzleim durchgegangen. Vielleicht auch deshalb die höhere Stufe. Ich weiß nicht genau. Ja, und jetzt hat man sozusagen zwei gleiche Rampen. Und die passen jetzt hier wunderbar dran. Jetzt haben wir hier sozusagen das Stück. Das habe ich auch geklebt, um auf die 5 cm Höhe zu bekommen. Genau. Und insgesamt sind das 14 cm mal 14 cm. Und jetzt müssen wir hier oben das Rad noch mal ein bisschen anders einstellen. Position 4 ist der maximalste Stand hier. Also weiter kommen wir nicht zurück. Und zwar haben wir hier hinten 14,5 eingestellt, weil es hier vorne auch erst bei 0,5 wieder losgeht. Ich habe jetzt hier mal das Original eingelegt. Und der Draht muss soweit, also hier die verschoben werden, auf Stufe 4 bis der Draht hier bei 6 cm ungefähr ist. Und dann hat man es richtig eingestellt. Auch hier hat es mit dem Holzleim geklappt. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Das werden wir aber wegkriegen, indem wir das nachher strukturieren. Und wenn ihr ein 5 cm hohes Stück einfach so habt, dann ist natürlich das hier, wird natürlich nicht auftreten. Jetzt haben wir sozusagen einmal die Rampe, diese langgezogene nach hinten. Die ist genauso wie die. Und wir haben, das da ist sozusagen auch unsere etwas größere Rampe, ohne nochmal hier hinten diese Erweiterung. Und da sieht man zum Beispiel, dass da hier ist die kleinere. Auch hier gucken wir nochmal, ob es passt. Passt perfekt an die Plattform hier, diese Rampe, genauso wie diese Rampe. Man kann die natürlich auch so übereinander stellen, jetzt hier diese zwei Rampen, und kommt natürlich dann zwei Plattformen hoch, weil es ja 2x5 cm ist. Bei den Plattformen ist es natürlich noch einfacher als bei den Treppen. Und zwar, wir nehmen einfach die eine Plattform und drücken die auf den Tisch. Hat man hier schon mal eine schöne Struktur. Und dann von oben auch nochmal. Oh, wir sollten natürlich gucken, dass es schon gut verklebt ist. Oder wenn ihr es aus einem Stück gemacht habt, gibt es ja eh keine Probleme. Und dann natürlich von der Seite auch nochmal. Und dann hier in der Mitte, wo die Verklebung ist, da gehen wir noch ein bisschen Stein. So, jetzt sieht das eigentlich ganz cool aus. Und bei den kleinen machen wir es natürlich analog. Wie auch bei den Treppen im letzten Tutorial, versuche ich jetzt auch so eine Rampe zusätzlich noch zu meiner normalen Methode mit dem Tisch und mit den Steinen mit so einer Strukturrolle von Green Stuff World zu
strukturieren. Das ist ein bisschen schlecht, weil so geht es jetzt nicht, weil da ist die Rolle zu klein. Das ist auch ein kleiner Nachteil, finde ich, dass die so schmal ist, nicht so breit. Wir könnten es jetzt versuchen, hier so zu machen. Allerdings quetscht man dann hier hinten die Struktur ziemlich ein. Ja. Also ich glaube, das geht nicht. Man kann gar nicht so viel Druck aufwenden. Also, so ging es jetzt. Aber hier die Seite fehlt jetzt irgendwie und hier ist es ziemlich eingestellt. Also ich glaube, das ist nicht ideal für Rampen geeignet, das Ding. Wenn man kleinere Rampen hätte, also die müssten dann maximal ja, so 11,5 cm sein, dann könnten wir so einfach so nach oben rollen. Ja, ich versuche jetzt nochmal. Also Rampen, schwierig. Also das ging jetzt ganz gut. Hier oben ist jetzt halt so ein bisschen doppelt. Ich glaube, bei der Bemalung wird das nicht so gut aussehen. Hier wiederum wird es ziemlich gut gehen. Und zwar hier oben, aber hier geht es auch wieder nicht so gut. Aber wahrscheinlich besser als bei der hier, weil hier kippt es einfach. Und hier bei der Rampe steht alles fest auf dem Boden. Also versuchen wir es hier mal. Das sieht ganz gut aus. So. Jetzt müssten wir uns irgendwie ein bisschen hochstellen. So, hier nehmen wir jetzt auch mal unsere Lego Duplo Konstruktion einfach drunter. Und jetzt kann man nämlich hier die Rolle so drauflegen und schön pressen, ohne dass man hier den Boden berührt. So. Was soll ich sagen? Also die große Rampe, die kann man hiermit auch strukturieren. Bei der hier ist es eher ein bisschen schwierig, wobei, wenn man sie von vornherein hier drauf legt, dann geht's auch. Also, man braucht eine kleine Unterkonstruktion, am besten Lego Duplo, ansonsten jede andere Unterlage, die ungefähr 3,5 cm hoch ist. Und dann kann man nämlich die Rampe so hinlegen und kann auf der Schräge das machen. Und so geht es natürlich nicht. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt kommt die Bemalung noch, die natürlich analog ist zu den modularen Plattformen. Das heißt, wir nehmen ein Grau, Abtönfarbe, das habe ich jetzt mit Schwarz-Weiß gemischt, ein bisschen Leim dazu gemacht und ja, das jetzt hier auf den Deckel von meiner Nasspalette gegeben, einen großen Scenery-Pinsel. Und dann wird es einfach bemalt. Schön in die Vertiefung natürlich reingehen und immer gerade nach unten ziehen. Und wenn alles gut getrocknet ist, nehmen wir noch unseren Abtön-Wash, den selbst hergestellten. Der wird super gut geschüttelt. Bei den Rampen macht man am besten zuerst hier hinten. Dann an der Seite. Und dann nimmt man hier so ein altes Farbtöpfchen und bemalt dann erst die komplette Rampe. Sonst läuft der ganze Wasch nach unten. Das ist schlecht. So kann er schön drauf stehen bleiben und trocknen.
Genau, so lässt man es dann einfach stehen. Wenn alles gut getrocknet ist, nehmen wir Hobbyline Graufarbe und bürsten das einfach trocken. Schön die Kanten hier und die Seite und von vorne natürlich das Gleiche. Und so sehr merkt man es jetzt gar nicht mehr, dass das jetzt hier in der Mitte eigentlich zwei verschiedene Platten sind. So, wer jetzt noch Lust hat, der kann jetzt noch die Treppe noch ein bisschen verschönern, zum Beispiel mit Green Tone. Ich hoffe, euch hat jetzt hier das kurze Tutorial auch gefallen. Ich würde mich über euer Feedback freuen, über Bilder natürlich von euren Rampen und modularen Plattformen, die ihr gebaut habt. Und ja, die könnt ihr alle schicken an chefoberboss75@gmail.com. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.